und jetzt und nur hier. Alster Radio 106.8 Rock'n'Pop. Die besten Treue-Tests aller Zeiten bei Maren und AC am Morgen. Wenn Sie Neueinsteiger sind, es geht um Folgendes. Sie rufen uns an, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ob Ihnen Ihr Partner treu ist. Ja, wir tun das Nötige dazu. 0800 11 12 300, wenn Sie sowas haben. Und wenn Sie nicht wissen, wie das geht, Treue-Test, was es überhaupt ist, dann fahren wir jetzt sozusagen drei Brennstäbe in den Atommeiler rein. Und ich sag Ihnen, was immer bei Ihrer Beziehung los ist, so schlimm ist es nicht. Nö. Also, der Tom hat uns angerufen und hat Folgendes gesagt, mal so in Kurzform. Sie ist ja eigentlich Beamtin und war immer eigentlich sehr pünktlich zu Hause, aber in letzter Zeit geht sie oft sehr früh außer Haus und kommt abends öfter mal später. Und ich weiß nicht wirklich, was dahinter steckt. Das war Toms Problem, der wusste nicht genau, wo seine Freundin Susanne ist. Und dann hat AC angerufen und jetzt schnallen Sie sich an. Ja, hier bei Susanne, hallo. Hi, Andreas hier. Eigentlich wollte ich Susanne sprechen und dachte eigentlich auch, dass ich... Moment mal, wer ist denn da am Telefon? Wer ist denn jetzt da? Also hier ist der Lars, Freund von Susanne. Was gibt's? Wie, was Freund von Susanne? Welcher Freund von Susanne? Ich bin der Freund von Susanne. Hä? Welche Susanne? Also, Moment mal, vielleicht eine Verwechslung. Also, Susanne ist blond, groß, meine Freundin. Welche Susanne? Ich glaube, ihr habt euch da irgendwo verwählt. Hey, Kinder, das ganz, Entschuldigung, ich muss einmal mal zwischen. Hallo, hier sind Maren und ich ziehe das neu als der Radio. Radio? Jetzt mal ganz kurz. Also, ja, wir sind auch ein bisschen verwirrt. Tom hat angerufen, weil er Susanne auf Treue testen möchte. Jetzt bist du Lars? Ja. Aber wir haben Susannes Handynummer gewählt. Also ja, wie kommst du an Susannes Handy? Sie ist duschen. Sie ist bei mir duschen. Susanne, groß, blond, Beamtin. Ich verstehe es gerade. Hallo, könnt ihr mir mal zuhören? Natürlich, ich verstehe es gerade nicht. Ich habe Susannes Telefonnummer gegeben. Ich weiß, ich kenne diesen Lars. Interessiert mich nicht. Würdest du dich vielleicht bitte nicht so aufregen? Weil wer ist denn jetzt der Freund von Susanne? Mir will ich jetzt gar nicht wissen. Ich bin der Freund von Susanne. Nein, ist er nicht. Ich bin der Freund von Susanne. Wo ist Susanne? Du meinst eine andere Susanne, das kann nicht sein. Hallo. Also meine Freundin ist 1,60 groß, ist blond. Ey, sag mal, bin ich hier im falschen... Sag mal, geht's? Was macht der Typ an dem Telefon? Die da, freitags ist sie nieder. Ja, genau. Kinders, jetzt müssen wir es mal irgendwie ganz kurz mal auseinander dividieren. Das will ich auch gerne machen. Also, Susanne ist Beamtin. Ja. Bei dir auch? Ja, natürlich. Beide Susanne Beamtin. Beide Susanne 1,60, beide Susanne 1,60, blond und beide Susanne haben dieselbe Handynummer. Ja, das ist meine Freundin. Aber das sagt der andere meine Mann doch auch. Ja, wie der andere Mann, der kann behaupten, was er will, das ist meine Freundin. Okay, hallo. Wann seht ihr denn eure Freundin? Wir müssen das jetzt mal aufbröseln, denn sonst blickt kein Mensch mehr durch. Also ich habe mit Susanne hat ja noch eine eigene Wohnung und wir sehen uns eigentlich immer montags, mittwochs und freitags und meist sonntags nachmittags zum Joggen. Okay. Ja, Dienstag und Donnerstag. Wie Dienstag und Donnerstag? Sag mal, was also ist denn... Nein, nicht Dienstag und Donnerstag. Aber jetzt verstehe ich das echt nicht. Hey, sag mal... Die hat Dienstag und Donnerstag Kurse. Gut. Die bescheißt euch beide. Das kann nicht sein. Hey, kommt, Leute, aber das ist jetzt echt das Radio dran, oder? Ja, das neue Alster-Radio. Aber das erreicht ungeahnte Höhepunkte. Ja. Ich habe jetzt mit allem gerechnet. Ja. Also nochmal, wenn Sie gerade eingeschaltet haben. Ton haben wir dran, Lars haben wir dran. Beide haben scheinbar eine gemeinsame Freundin, die jetzt bei einem nackt unter der Dusche steht. Was wir bis jetzt rausgefunden haben, ist Montag, Mittwoch, Samstag der eine und Dienstag und Donnerstag der andere. Jungs, wenn ihr mich fragt, die hat euch beide satt am Haken. Glaub ich nicht. Ich glaub's nicht. Das kann nicht sein. Aber ihr sitzt doch im gleichen Boot. Ja, wir sitzen im gleichen Boot. Tom, also ich würde vorschlagen, Tom hält sich jetzt mal zurück, wie zu Anfang geplant. Und Lars gibt Susanne das Telefon und sagt, er muss los. Und dann versuchen wir mal, ob ich als Dritter vielleicht auch noch mit ins Boot darf. Dann machen wir das. Okay. Moment. Also pst, an alle Beteiligten. Susanne, also, das klappt, dann presse ich den Besen jetzt. Komm mal her, Telefon. Das habe ich noch nie erlebt. Seid keine ruhig, Ahnung, Jungs. Hast du deinen Namen nicht gesagt? Ja. Warte ganz kurz. Ja, hallo? Hi, Susanne. Ja, wer ist denn da? Andreas hier. Kleinen Moment bitte. Ciao, Lars, bis später. Ciao. Ja? Ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ich mache das irgendwie auch nicht jeden Tag, aber ich habe mir in der Volkshochschule aus der Liste, du machst dann Schreibmaschinenkurs, deine Nummer besorgt. Ja. Eigentlich wollte ich auch nur einen 10-Finger-Kurs machen, aber dann habe ich dich gesehen und dachte mir, ich kann vielleicht dich ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht kannst du mir das dann auch beibringen. Ja, das finde ich total lieb und total nett jetzt. Aber du hast mich zwar nicht gesehen, aber ich bin
ich sehe nicht schlecht aus und ich denke mal, wir könnten da zusammen durchaus was auf die Beine stellen. Ja, du hast ja jetzt gerade gehört, dass ich einen Freund habe, der Lars, aber der ist jetzt gerade weg. Wie wird dir denn am Wochenende? Können wir uns am Wochenende mal sehen? Hm? Wochenende, ja, können wir machen. Am besten wäre es für mich Sonntagvormittag. Ey, sag mal, was ist denn jetzt hier los? Susanne? Ja. Susanne, komm, was machst du denn da? Klärst du mich bitte auf, was jetzt hier los ist? Willst du ein Bordell gründen oder was? Ey, du bist echt eine miese, miese Schlampe. Susanne, ich versteh's nicht. Susanne, hier sind Maren und AC am Morgen. Oh mein das Gott. Sollte ein ganz harmloser Treuetest sein. Was sie uns hier allerdings bieten, das ist was, womit wir nie gerechnet haben. Nee, das spottet jeder Beschreibung. Und Lars ist übrigens auch ertappt worden, ist auch nicht auf dem Weg zur Arbeit, sondern der wartet quasi hinter der Tür. Oh mein Gott. Erklären Sie uns bitte, wie es passieren kann, dass wir Ihre Handynummer anrufen, Ihr Freund uns anruft, wir einen anderen Mann am Apparat haben und Sie nackt bei einem anderen Mann unter der Dusche stehen. Ey, bitte klärt's auf, ich drehe hier durch. Ich hau ja alles kreuz und klein. Gottes Willen, Susanne, bitte. Susanne, wie haben Sie das gemacht? Ja, ich kann eigentlich auch gar nicht viel mehr erklären, als ihr jetzt schon wisst. Es stimmt, dass ich zweigleisig fahre, ja, aber ich hab's nicht aus... Schau mal, geht's doch! Es stimmt, dass ich zweigleisig fahre! Was ist denn das für eine Einstellung? Sag mal, willst du nicht an der Reeperbahn irgendwo arbeiten? Dann kannst du mehrgleisig fahren! Ganz ehrlich! Und ich lass mich von so einem dummen Flittchen auch noch hier einwickeln! Und denk an zusammenziehen! Und ruf bei dir an und da ist ein anderer Typ dran, bei dem du unter der Dusche stehst! Sag mal, hebt's bei dir noch! Susanne, Sie haben es also rein logistisch auch hinbekommen, über 6 Monate auf jeden Fall mit 2 Männern gleichzeitig. Warum, wenn ich Sie das fragen darf? Weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte und mir doch Zeit lassen wollte, bis ich mir auch für einen sicher bin. Ja, ist es hier, wünscht ihr was oder was? Und Sie hätten, was mich ja fasziniert, also Sie merken, ich bin wirklich ab Ihrer logistischen Fähigkeiten fasziniert, wie Sie dann auch AC hätten unterkriegen wollen am Sonntagvormittag. Ja, das habe ich jetzt auch nicht ernst gemeint. Aber spontan. Ja, das war eine spontane Sache und das habe ich nicht ernst gemeint. Das war ja nur mal so ein Treffen oder so. Also ich gehe jetzt nicht mit jedem eine Beziehung ein. So nee, so viel Freizeit haben Sie ja auch gar nicht. Wenn man miteinander ins Bett geht wahrscheinlich. Ach Tom, bitte, hör doch auf. Tom, bitte, es gibt keinen Tom. Das kann ich dir definitiv voraussagen. Es gibt keinen Tom mehr. Susanne. Dein Scheißdreck kannst du dir bei mir heute Abend abholen. Susanne. Ich will echt Ruhe. Von dir will ich nie wieder was sehen. Susanne, der Lars, können Sie mal eben gucken, ob Sie den nochmal erwischen? Der steht, glaube ich, hinter der Wohnzimmertür oder irgendwo muss er stehen. Ich habe ihn gerade reingewunken. Ich gehe dann mal. Weil, hallo? Hallo, ja, da ist wieder Lars. Ja. Lars, haben Sie noch Interesse an Susanne? Nee. Ach, Lars. Ich gehe jetzt... Nein. Ich sag auch mal Tschüss, gell? Tschüss. Ja, und wisst ihr was? Die soll jetzt hier ihre verfickten Sachen bei mir abholen, danke. Es reicht. Hey, Tom. Es reicht bei mir bis über beide jetzt Ohren. Tom, es reicht. Bitte. Es ist Oberwasser, Unterwasser. Tom, ey, bitte, mir scheißegal. Die Alte soll mir bloß aus... Geh mir bloß aus dem Blickfeld. Geh mir ganz, ganz, ganz weit aus dem Blickfeld. Meine Damen und Herren, Sie werden gerade Zeuge eines der brisantesten Treuetests, die Welt je gesehen hat. Tom, es tut mir furchtbar leid, dass das rausgekommen ist bei Ihrem Treuetest. Ja, aber jetzt ist... Was so... Ey, wie, und wir wollten noch zusammenziehen und schmieden Pläne. Ey, ich wusste nicht, dass diese dumme Schlampe mich so hintergeht. Echt so, stellt euch das mal vor. Ihr glaubt an einen Menschen und er bescheißt sich von vorne bis hinten. Tom? Ja? Alles Liebe für Sie. Danke, tut mir leid, dass ich vielleicht ein bisschen... Nee, hey, was raus muss, muss raus. Der Treue-Test. Haben Sie Zweifel? Testen Sie Ihre Partnerin oder Ihren Partner auf Treue. Melden Sie Ihre Zweifel unter 1068.de an. Den Rest machen wir. Sie können auch anrufen 0800 11 12 300.